Gemeinsam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich sitze seit meinem 14. Lebensjahr im Rollstuhl und bin zufällig über einen Zeitungsartikel draufgekommen, dass es jetzt so eine Exotherapie auch in Österreich gibt. Dann habe ich einmal hingeschrieben und ja, habe jetzt ein Dreivierteljahr mit dem Exo trainiert, einmal die Woche. Es hat mir wirklich sehr viel körperlich gebracht. Man fühlt sich viel freier, auch wieder aufzustehen, ohne sich irgendwo abzustützen. Also das Mentale wächst mit dem Gangbild. Ein Exoskelett ist ein Skelett von außen, das besteht aus einer stabilen Struktur und Elektromotoren an den Knie- und Hüftgelenken, und durch die Bauart kann es die Person im aufrechten Stand halten, ist auch mobil, ist beweglich, und dadurch im Endeffekt kann das Exoskelett den Teil übernehmen, den die trainierende Person nicht kann. Wir als Tech to People sind heute hier dabei beim Fit for Brain Run, weil dieser für die Schlaganfallversorgung in Österreich steht und wir mit unserem Therapieangebot, mit der Exoskeletttherapie, auch wesentlich zu dieser Schlaganfallversorgung in Österreich beitragen. Deswegen macht es mich ungemein stolz, dass wir heute mit einem eigenen Patienten hier sind. Der Markus läuft hier mit dem Exoskelett mit. Diese moderne Technologie gibt es ambulant in Österreich nur bei uns. Und deswegen bin ich wirklich froh, dass wir dabei sein können. Ich freue mich, dass viele teilgenommen haben. Es ist jedes Jahr ein schönes Ereignis. Ich hoffe, dass nächstes Jahr mehr mitlaufen. Es ist immer wirklich sehr schön, dass man gemeinsam sieht, auch wie viele Firmen sich beteiligen. Das ist auch ein Thema, glaube ich, für die Firmen, so Fitness. Und als ein Dank an allen, die mitgemacht haben. Und ich hoffe, dass nächstes Jahr noch mehr mitlaufen. Es ist ein herrliches Ambiente hier im Prater. Und es ist eine große Freude, immer das zu organisieren und dabei zu sein. Der Lauf war sehr gut, glaube ich. Der Markus hat das wirklich toll gemacht. Er ist 1,2 Kilometer mit dem Exoskelett gegangen. Eine beeindruckende Leistung. Also ich bin wirklich sehr stolz. Es war super heute. Also es war ein unglaubliches Gefühl, mal wieder auf einer Laufstrecke zu sein. Es war sehr anstrengend, aber es war wirklich total befreiend, da draußen, nicht in einem abgesperrten Bereich, in einem Haus, sondern wirklich draußen in der Allee wieder zu gehen. Und es ist ein guter Motivator, dass ich jetzt weitermache, um wieder annähernd auf das hinzukommen, wo ich schon einmal war.